Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit hier bei Crash 44 geht hinein. Ein böser Zauberer namens Don Megas hat einen Fluch auf einen König und dessen Tochter gelegt. Dementsprechend sind wir auf der Suche nach ihm. Und während wir unterwegs sind, sind wir in der Stadt angelangt, wo wir einen gewissen Meister Rylas auffinden wollten, der uns sagen kann, wo sich Don Megas befinden soll. Aber wir mussten leider erfahren, dass er in einem Hausbrand umgekommen ist. Es wird Bord vermutet. Und dann sind wir auch noch einem betrunkenen Wahrsager begegnet, der anscheinend irgendetwas in uns sehen kann. Aber bevor er uns genaueres sagen kann, wenn wir je durch einen Aufruhr in der Stadt unterbrochen, welcher von einem angeblichen Monster, das sich hier rumtreiben soll, verursacht wird. Ja, und das gilt es jetzt auszuchecken. What the? This ain't good, Gav. Come on! Look lively! He looked at me! Oh, it's hideous! Get out! Get out, monster! You're not welcome here! Don't! Well, that was a fine reception. Don't they realize who I am? Judging a book by its cover, don't they know it's what's inside that counts? Yeah, you can say that again. So then, did you manage to find Master Rylas? What? He's dead? Oh, no, no, no! Well, I suppose there's no point crying over spilt milk. It's Don Megas we're after. He's the one who cursed the princess and I, after all. He's the one who made us look so ridiculous. I had hoped Rylas might be able to help us locate him. But it seems we'll just have to track Don Megas down by ourselves. With Rylas gone, we have nothing further to gain from staying here. Let's be on our way! Wait! Please wait. I'm sorry to come running after you like this. It's just that I wanted to ask you a favor. Are you not afraid of me, young lady? I dreamt about you. I dreamt that some people came to town with a strange creature. It was sort of halfway between a human and a monster. And I dreamt that they could make wishes come true. A strange creature? Are you referring to me? I'm so sorry. I didn't mean to be rude. Not to worry. I've had worse things said to me today. You remind me of my Medea. You're about the same age. Anyway, you say you had a dream about me. Most peculiar. I'm sorry. I haven't even introduced myself. I'm Valentina, daughter of the great fortune teller Caldarasha. If you could just come to my house, I'll explain everything there.
It's by the well, at the far end of town. I'll be waiting for you. What was she rabbiting on about? Come round my house, she says. Magnificent! She wasn't afraid to look at me at all, not one bit. Oh, she reminds me of my Medea. We must give this young girl a helping hand. Right then, my boy. Go and find the house by the well and see what it is she wants. Me? I'll wait here with the princess. We don't want to cause any more of a stir. Ja, also, wer wohl das Beste, wenn er erstmals draußen bleibt? Ist aber auch wirklich eine Schande, wie die einfach so auf ihn losgegangen sind. Er hat da gar nichts angestellt. Einfach nur aufs Äußere gucken. Monster, verpiss dich, meh! Ja, Arschlöcher kann ich nur sagen. Das war ganz schick, was? Das Monster der Stadt war, waren alle ganz krüppelig. Das war noch nicht mal ein Monster, du Hohlbirne. Naja, zu deren Verteidigung, die wissen auch noch nicht mal, dass er kein Monster ist. Sie kennen ihn ja nicht. Sie kennen nicht seine Wahlgestalt. Ich hoffe, er sucht nach einer Unterkunft. Ich hoffe, er ist völlig ausgebucht. Also, tja, ich will sehen, was ich tun kann, wenn er später mal kommt. Dann ich will etwas für euch arrangieren. Okay. Aber erst müssen wir das Haus am anderen Ende des Brunnens aussuchen. Wo war das nochmal? Jetzt müssen wir auch mal gucken, wo sich denn hier ein Brunnen befindet. Oben auf jeden Fall, ne? Was ist das nochmal für ein Gebäude? Haben wir hier überhaupt schon mal reingelinst? Nein. Und wir können sowieso nicht dran, da es verschlossen ist. Es gibt auch keine andere Möglichkeit reinzukommen. Kein Hintereingang oder so. Oder Seiteneingang. Naja, dann suchen wir erstmal das Haus auf. Dieser Akzent ist auch wirklich süß. Muss ich schon sagen. Die Kamera überhaupt. Bin ich überhaupt mit den Bildern mit? So, jetzt muss es passen. Sorry, dass ich da immer die Kamera verschiebe. Mein Gott. Vielleicht hatte ich doch ein bisschen zu viel. Verstehe ich. Ich hab auch gedacht, ist dieser komische Post noch ein Sarg? Dieses grüne Monster, da ging ein paar komische Dinge vor sich. Wenn du mich fragt, ist der Sarg. Bitte Zeit, das gibt doch ein Unglück. Meine Fresse, sauf doch nicht so viel. Genau aus diesem Grund bin ich Antialkoholiker. Klar, man kann's genießen, ich weiß. Aber für mich ist trotzdem nichts, weil ich auch Tabletten nehmen muss für mein Handicap. Die gute alte Kirche. So, können wir uns hier auch ein bisschen angucken. Oh, ein Topfdeckel. Und eine Truhe, die ist leider verschlossen. Sehr, sehr schade, bedauerlich. Hier nach oben können wir auch. Vermutlich zur Kirchenglocke. Moment, was ist das denn? Ein Diebeschlüsselrezept. Ah. Ist interessant. Dann können wir also einen Diebeschlüssel herstellen lassen, mit dem wir verschlossene Truhen öffnen können. Nice! Oh mein Gott! Entschuldigt, Leute! In dem Moment habe ich nicht aufgepasst. So. Abwehr 2. Das gebe ich dann mal Jengers. Könnt ihr später noch gegen ein besseres Schild eintauschen. So. Und ein Heilkraut.
Zeugen euch sicher schon gehört, weil es ist vor ein paar Tagen beim Brett umgekommen. Und sagen, dass sein Verbrechen geschehen. Ich bitte darum, dass die schreckliche Anschuldigung nicht weit entsprechen. Vergibt mir, wenn ich unfreundlich erscheine, aber es darf bestehen, dass ihr aufhört, in dieser Sache rumzulochern und die Stadt verlasst, bitte. Wenn ihr bleibt, befürchte ich, dass Schlimmes ereignen wird. Wir werden nicht lange bleiben, keine Sorge. Wir wollen erstmals uns dem Mädchen widmen. Wir wollen uns erstmal dem Mädchen widmen, wollte ich sagen. So. Wo ist denn dieses Haus? Am Ende des Brunnens. Ach ja, richtig, das ist ein Wasserbrunnens. Das war ja gemeint. Das führt zu der Schenke. Da muss das hier das Haus sein, ne? Nein, zu. Ah, doch hier. Hier war es doch, ne? Na bitte. Bitte. Oh, Moment. Ist sie eingeschlafen? Hey, Jemini. Tja, nutzen wir mal die Gelegenheit und gucken sie ein bisschen um. Und nehmen uns, was hier zu finden ist. Ja, nutzen wir die Gelegenheit. Ja, damit hätten wir sie schon längst aufgeweckt. Diese Krachmacherei. Anscheinend doch nicht, die hat einen ziemlich festen Schlaf. Und hier drin auch nichts. Kleines Monster Waldicke. Nachdem wir viele Jahre das Verhalten von Monstern studiert, habe ich eine unerwartete Erkenntnis gewonnen. Achtetive Monster erscheinen sehr viel stärker und besser gar. Sondern sehr attackative Gegenstücke, was für eine unglaubliche Entdeckung. Sie bestärkt mein Bestreben, die Geheimnisse der Monsterbiologie zu erkunden. Ja, es gibt da auch einen Tag- und Nachtwechsel nach einer bestimmten Zeit. Und ja, da gibt es dann dementsprechend andere Monster in der Nacht als am Tage. Finde ich auch gut so. Vor allem hat man da die Chance auf bessere Erfahrungspunkte. Ich meine, klar, das richtige Training kommt ja auch nur von den Metallschleimen. Ich hoffe, dass ich dann bald in Dragon Quest 7 auch noch auf solche treffen werde, weil schon so lange in den Spiel drin und auch immer keine Metallschleime. Ah, you came. I'm so sorry, I must have drifted off. How rude of me. I wanted to ask you a favor about this crystal ball. Sorry, I'm getting ahead of myself. Perhaps I should start from the beginning? Of course. Let me explain. My father, Kaldarasha, was once a really famous fortune teller. Lost treasure, missing people. There was nothing the great Kaldarasha couldn't help people with. But then one day, he lost his powers. All of a sudden, nothing he foretold turned out to be true anymore. It's probably because he stopped using a real crystal ball. This glass ball isn't... Valentina, what is going on here? How many times have I told you not to touch my crystal ball? What? Aren't you that boy from the pub? What brings you here? Gah, never mind. I do not know what my daughter has asked you, but you can forget it. I do not need your help. I am fine as I am. I am going to bed. Valentina, say your farewells and show our young visitor to the door. I'm sorry about my father. But whatever he says, he's the one who's really suffering since he lost his powers. That's why I wanted to ask you this favor. Can you find him a crystal ball? One that's big enough to bring back his powers? Really? You will? Oh, this is exactly how it all happened in my dream. So far, everything's come true.
I also dreamt that there's a crystal ball hidden deep inside the cave, under the big waterfall to the south of town. I suppose only the daughter of the great Kaldarasha could know a thing like that. Ja, weil sie sieht die Dinge auf eine andere Art und Weise, nämlich in Träumen. Sie träumt nämlich Prophezeiungen. Also gut, den Wasserfall. Tja, jetzt können wir die Stadt verlassen und uns dem Wasserfall widmen. Ich glaube, wir können auch mit der aktuellen Ausrüstung so zurechtkommen, die wir haben. Und ich fürchte, in der Nacht sind die Läden, das ist das Problem, in der Nacht sind die Läden alle geschlossen. Eine Vorkommnis in letzter Zeit stärkt Sicherheitsmaßnahmen, damit keine Mods in die Stadt gelangen. Ihr könnt den Ort natürlich jederzeit verlassen, aber wenn ihr gehandelt wird, wird euch niemand zu Hilfe ein. Hört ihr? Also passt auf euch auf. Wir kriegen das schon auf die Reihe. Wir sind erprobte Kämpfer, ne? I see. Magnificent! Such devotion to her father. I'm impressed. Just how a daughter should be. And if this Kaldarasha gets his powers back, there's nothing he can't find, am I right? Then we'll kill two birds with one stone. If everything goes according to plan, we'll find out where that hateful Vulnagus is. The time's getting on. Medea and I will stay outside. That's the last time we set foot in a barbaric town like this. But you should spend the night at the inn and rest well, so that you're ready to take on the world tomorrow. In the morning, we leave for the waterfall cave! Okay. Kein alter Mann. Also weiß er doch, dass es kein Monster ist. Nun ja, sei es drum. Begeben wir uns jetzt auf. Die Läden haben zwar wieder geöffnet, aber wie viel geht? 101, da könnte ich mir doch damit was leisten. Lederharnisch, den bräuchte ich Zauber, da ist leider zu teuer. Ist auch Lederhut und Lederschild dazu. Kostet mir aber alles ein bisschen zu viel. Das ist sehr schade. Der Lederharnisch wäre was für mich. Jengis könnte das Reisegewand kriegen. Jengis gäbe es das Banditenbastrock, aber das hat er ja schon. Ja, ich könnte dazwischen grinden, das macht natürlich nichts. Wie schaut es eigentlich aus mit den Waffen? Ich weiß, es gibt aktuell am Anfang schon einen Bumerang zu kriegen. Meines Wissens nach. Boah, was für ein Umweg ich da gehen muss zum Waffenladen. Da ist er. Nix wie rein da. So. Mit den Schultertasten kann man übrigens herumdrehen. Ein Siepressenstock heißt es, ne? Eicheknüppel, das trägt gerade Jengis. Riesenhammer gibt's auch noch. Ein Kupferschwund für. Für uns ein Kupferschwert und hier ist der Bumerang. Aber ganz schön teuer das ganze Zeug, also wir haben nicht sehr viel Geld, das ist schon mal sicher. Das heißt also grinden dazwischen oder einfach mal bis zum Ende hingelangen und wenn es genug Geld da ist, dann kann ich immer noch mich besser ausrüsten. Das dürfte kein Problem für mich darstellen. So, dann begeben wir uns mal auf. Ah, I was starting to think you got lost. Right, let's go to the waterfall cave and see if we can find that crystal ball.
Medea and I will be right behind you. If you have any trouble, feel free to consult us. Away we go! Allerdings, und ihr seht es hier, die Monsters in der freien Wildbahn. Früher gab es hier Zufallskämpfe. Aber das ist jetzt Geschichte. Von nun an tauchen die Monster hier auf der freien Wildbahn auf und erst wenn man sie berührt, beginnt der Kampf. Ja, hier zum Beispiel. Gegen einen Schleim. So. Schleime niedergemetzelt. Das sind aber keine besonderen Gegner, da gibt es ja noch bessere. Zum Beispiel ja diese Küsser noch dazu. Was ist, wenn wir sie von hinten erwischen? Gibt es dann einen Präventivschlag? Schmoller sind es. So, alle schon weg vom Fenster. Na? Was ist mit euch los? Könnt ihr einfach nicht treffen? Und tschüss. 10 Goldmünzen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. So, und hier noch. Hä? Müssen wir jetzt da hin? Okay, nehmen wir die hier. Das sind zwei Paprika-Peiniker, also zwei Paprikas an. Am Spieß befestigt. Gesundheit. Sie sind zu perplex, um sich zu rühren. Das heißt, wir haben eine Runde für uns. Wir können angreifen. Oh, aber die halten natürlich auch was aus. Auch schon 3 Treffer und machen schon mehr Schaden. Und zack. Und tschüss. Und das erste Level ab. Für beide. Sehr schön. Gab's noch ein anderes Monster hier? Ey, das verschwindet mir aus den Augen. Hier das zum Beispiel, ein Hornhase. Ein gehörnter Hase. Hornhasen. Ganz schön schnell auch noch dazu. Oh. Eure Geschwindigkeit ist nicht alles, ne? Wie die Feinde dann deutlich verstehen dürfen. Ja, die sind schon stark. Aua, hey. Will mal Jengas angreifen, jetzt ist mal Schluss hier. Verschwinde. Ja, die geben deutlich mehr Erfahrung und Geld. Die waren also perfekt zum Grinden, diese Monster. Wow. Ah, das war schneller als wir, verdammt. So, jetzt tauchen mal verschiedene Monster auf. Jetzt mal schaffen es die Schlange sogar Schaden zu machen. Ah ja, jetzt sind wir wirklich auch schnell. Jetzt zum Schluss hier. Bam. Ach, hat er mir noch einen Schadensruf? Jetzt reiter, verschwinde! Und Jengas auf Level 3. Was? Jengas? Vor mir? Hm. Man meint. Kommt mal ein bisschen merkwürdig vor. Da kommen wir hier wieder von raus zurück in die Stadt. Was gab es denn da für ein bestimmtes Monster, das abgesehen hätte? Oh, erstmal das hier.
50 Goldmünzen. Schon mal nicht schlecht. Bisschen Kohle können wir gerade brauchen. Und tschüss. Aber man merkt deutlich, wir brauchen wieder neue Waffen. Lass das. Und stirb. Oh ja, das ist auch für mich Level 3. Oh, und sehe ich richtig? Oh, wir haben sogar jetzt MP dazu bekommen. Und wir erlernen einen Zauber. Heilung. Nice. Es hören sogar noch alle LP und MP geheilt eines Level-Ups. Hey, das gab's früher noch gar nicht, oder? Wie nice. Oh, das war das, was ich noch den gesucht habe. Das sind sozusagen Tigerkatzen mit herausgestreckter langer Zunge. Naschkatzen nennen sie sich. Ulkige kleine Viecher. Die manchmal zu faul sind zum Angreifen. Wenn sie angreifen. Wow! Das ist schon witzig an denen. Yeah! Auf uns abzulecken! So. Jetzt werden wir zu den Naschkatzen. Die bringen leider auch nur wenig Erfahrung. Also die Hornhasen sind das Beste, wenn es so um... Oh! Da haben wir sogar noch eine Saattür. Wenn es ums, Grinden geht, sind die Hornhasen die beste Wahl. Jetzt mal Schluss hier. Bam! Miau! Sehr gut. Okay, ja, das kommt schon. Jawohl. Haha. Hinfort. Ja, dann haben wir schon über 200 Münzen. Reicht auch noch nicht mal zur Hälfte für den Bumerang. Natürlich gab es ja auch irgendwo ein ganz spezielles Monster in der Nähe. Aber was es damit auf sich hat, das erfahren wir auch später im Verlauf des Spiels. Und so, ich dachte, das ist nur ein Hornhase. Auf den ersten Blick sah es mich aus wie ein Metallschleim. Lol, das wär's noch. Moment, war da eine Truhe? Das war nur ein Monster, ja. Da ist das spezielle Monster. Das sollten wir lieber nicht herausfordern, das ist uns noch zu stark. Viel zu stark. Den gehen wir also am besten erst im Weg, denn ich habe es hierauf abgesehen. Wir werden es hoffentlich öffnen können. Ja, und es gibt einen Lebenssamen. Bloß auf diesen Monster aufpassen. Das ist eine. So. Alles in Ordnung. Wir sind jetzt sicher. Also wir sind jetzt... Wir konnten sicher entkommen. Boah, wow, vier Hornhasen. Oh, oh. Wenn wir da eine Chance haben, dann sind die alle schneller. Wird schon irgendwie schief gehen. So, einer weniger. Ich kann natürlich dazwischen auch heilen. Das ist natürlich nicht. Komm schon. Was? Der ist noch am Leben? Warum? Gibt's aber nicht. Weg mit dir.
Hättest die Feinde immer zuerst angreifen müssen. Das wird schon langsam zu schwach. So. Noch ein Hornhase und dann war es das. Ich glaube, ich sollte jetzt erstmal meinen Heilungszauber verwenden. Stufe 4. Ich glaube, dann ist es nicht mehr nötig. Und jetzt bekommt ihr die ersten Talentpunkte. Steigert das Talent, um eine Angriffskraft zu erhöhen. Wenn man Waffen verwendet. Man kann jetzt bei bestimmten Waffen die Talentpunkte einsetzen. Und je nachdem, welche Waffen man hat, kann man auch auf Fähigkeiten, die man dann währenddessen freischaltet, während man die Punkte darauf verteilt, einsetzen. Hier sieht man unter dem Bildschirm, wie viele Punkte man benötigt für all diese Fähigkeiten. Man braucht also schon viel. So, ich würde sagen, wir fangen mit Keulen an. Nein, ich nicht. So, jetzt auch. Oh, das ist auch ein neues Monster. Hier haben wir nämlich einen Feuergeist. Ja, und die halten deutlich mehr aus. Ist weg mit euch. Also weg mit dir. Aua. Ja, jetzt haben sie ja unsere Abwehr geschwächt. Jetzt reicht's mir. Wie viel Treffer hätte er eigentlich noch raus? Soll ich erstmal die Paprika-Paniker loswerden? Ah, verflixt. Irgendwas habe ich den falschen ausgewählt. Oh, aber das hat ihn getötet. Dann ist es gut. Dann ist er gut. Nichts gesagt. Oh, oh. Wenn das so weitergeht. Schluss jetzt. Okay, mehr als eine Schwächung können sie anscheinend nicht einsetzen. So. Aha. Sei es nicht. Schluss jetzt. So. Und Level 4 für mich. Entgiftung. 8 Talentpunkte. Da will ich gleich mein Schwerttalent steigern. Oh, ich wollte mit A auswählen. Schwertangriff plus 5. Genau. So gehört sich das. Okay. Dann würde ich sagen, begeben wir uns auf den nächsten Part jetzt mal zu der Höhle vom Wasserfall. Und ja. Lassen wir das also jetzt mit den ganzen Kämpfen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Oh Mann. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Week geht hinein bis zum nächsten Part von Let's Play. Moment, dann erledigen wir das mal schnell, wenn wir schon dabei sind. Wir haben gerade frischen Level-Up erreicht, also. Vor allem ist er jetzt stärker mit dem Schwert. Das sind wir jetzt 2. Schneller erledigt sind! Yes! Ja, also, danke fürs Gucken und bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 8. Die Reise des verwunschenen Königs wird 3. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!